Beach Soccer Weekly Special wird präsentiert von FreeBWin und unterstützt von BW Mode, Suzuki und Rivella. Switzerland goes Brazil, unser Beach Soccer Weekly Spezial. Und ich darf euch in der Schweiz wieder da aus der Beach Soccer Arena aus Manaus, Brasilien begrüßen. Ein Einladungsturnier mit 10 Mannschaften und mit dabei sind unsere Beach Boys. Natürlich eine grosse Ehre und ein riesen Highlight. Das ist auch schon der Weg vom Hotel hierher ins Stadion. Die Polizeieskorte bei der Copa Brasil. Für unsere Beach Boys ein spezielles Privileg und für Manaus ein wichtiger Test. Es ist einerseits auch eine Testphase für Brasilien 2014, für die Fußballweltmeisterschaft. Da will Manaus 7. Und dann hat man gesagt, dann hat man da ein grosses Event, dann würde man das gerade anfeiern und die Polizei so instruieren, dass das richtig läuft. Das ist schon einmalig hier. Also wir haben es ja auch schon gesehen, als wir angekommen sind am Flughafen. Ich weiß nicht, ob es nötig wäre. Ich hoffe es nicht. Ja, unglaublich speziell, so etwas dürfen zu erleben. Ja, sicher. Also das ist wirklich ganz speziell. Also die Polizei hinten dran, vorne dran. Ja, es ist auch mit Stolz verbunden. Das kann nicht einfach jeder sagen, Jungs, ich bin so mit der Polizei-Eskorte ins Stadion gefahren. Man kommt sich als etwas Besseres vor, aber wir wissen, dass wir bodenständig sind und wir genießen das einfach. Sicher einmalig und ist ganz geil. Die Fahrt ins Stadion ein Genuss. Dort angekommen, folgt die Frage nach der Motivation. Motivieren müssen wir uns eigentlich, glaube ich, nicht. Und wenn es losgeht, dann weiss man, dann geht es los. Und heute ist so oder so klar, heute müssen wir gewinnen, dass wir noch eine Chance haben, zum Weiterkommen. Ja, das ist, glaube ich, genug Motivation, um die Augenkulisse zu spielen. In erster Linie sind wir natürlich froh, dass wir heute gerade wieder spielen können, etwas Gutes machen und das werden wir auch heute. Wir haben uns einiges vorgenommen und es ist auch ein bisschen Learning. Wir spielen hier gegen die Besten. Und da darf man keine Fehler machen. Aus Fehlern lernt man. Jetzt bin ich wieder da. Ich genieße wieder die Atmosphäre. Ich will das positiv mitnehmen auf den Platz nachher. Wir haben heute die letzte Chance. Wir müssen den Match gewinnen, wenn wir weiterkommen wollen. Es wird nicht einfach. Aber wir wollen weiterkommen in diesem Turnier. Und dann gibt es einfach einen Sieg jetzt oben gegen Vasco. Also ich nehme mir eigentlich vor jedem Spiel das Gleiche vor. Ich bin Offensivspieler und ich will natürlich immer Goal machen. Und das ist auch meine Aufgabe. Von dem her hoffe ich, dass ich heute ein Goal machen kann. Viele Tore und vielleicht sogar ein Sieg. Wir werden sehen. Unsere Beach Boys also top motiviert für ihren Auftritt hier in Manaus. Ja, und viel Motivation können sie auch brauchen gegen den nächsten Gegner Vasco. Die haben dahinter eine riesengroße Fangemeinschaft, die sie während dem ganzen Spiel wird unterstützen. Und für unsere Sandgenossen braucht es ein bisschen Glück und ganz, ganz gute Leistungen hier auf dem Sand in Brasilien. Sind wir gespannt, wie es rauskommt. Schweiz gegen Vasco, Drittel Nummer 1. Die Beach Boys haben sich einiges vorgenommen für ihren zweiten Auftritt bei der Copa Brasil. Und so viel vorweg, die Schweiz zeigte sich gegen Vasco da Gama von ihrer besten Seite. Nach diesem Spiel werden die brasilianischen Medien vom besten Beach-Soccer-Match aller Zeiten berichten. Und dies nicht ohne Grund. Unsere Beach Boys nach dem ersten Drittel hinten. Mal schauen, wie es im Verlauf des Spiels weitergeht. Aber dazwischen werden wir euch noch zwei von unseren Beach Boys zeigen, die sich heute Morgen im März ein bisschen schlau gemacht haben, was man so aus Brasilien für seine Liebsten könnte posten. Stefan Meyer und Michael Rodriguez unterwegs in Manaus. Sie sind auf der Suche nach einem Geschenk. Michi für seine Freundin Vanya und Stefan für seine Anita und den kleinen Jeremy. Doch wo sind die beiden denn hier gelandet? Genau, auf dem Fischmarkt. Ob sie hier das passende Geschenk finden? Anita nicht freut, wenn ich einen Fisch heimbringe. Der Fischmarkt in Manaus ist sehr bekannt und gut besucht. Kein Wunder bei dem riesigen Fischreichtum im Amazonas.
Über 5000 verschiedene Fischarten soll es hier geben. Stefan und Michi sind zwar beeindruckt, trotzdem, inmitten der vielen Fische überwiegt bei Rodriguez das Mitleid. Ja, eigentlich nicht so gut, wenn ich hier sehe, wie die Fische behandelt werden. Eigentlich sind sie schon lieber schwimmen. Ja, es sind Fische. Es ist Wahnsinn, es ist sehr eindrücklich für mich auch. Aber wie gesagt, ich sehe die Fische lieber im Wasser rumschwimmen. Es steht einfach so hier in der Hand. Vielleicht wollte er auch noch etwas sagen. Nein. Oder ich esse sie gerne. Aber so, das ist schon brutal. Aber es ist die Realität. Und ja, ist wieder mal etwas, eine Erfahrung mehr, die wir zwei hier machen dürfen. Und ja, die leben halt von dem. Wir sind ja hier im Amazonas. Ich glaube, wir gehen das Haus weiter und vielleicht finde ich noch ein passendes Geschenk. Genau, weiter geht's. Und kurze Zeit später werden Stefan und Michi fündig. Also zuerst einmal für den Jeremy habe ich einen Piranha genommen. Sicher ein passendes Geschenk, das ich aufstellen kann zu Hause. Für Anita habe ich ein Kettchen genommen mit Ohrring. Weil ja, sie hat auch noch gerne zwischendurch eben halt ein bisschen Schmuck gehabt. Ich hoffe, sie haben Freude. Es kommt sicher von Herzen. Ja, ich habe leider noch nichts gefunden für Vanya, aber ich habe meinen Kollegen versprochen, dass ich ihnen eine Karte schicke. Und jetzt habe ich noch drei schöne Karten gefunden und die werde ich ihnen verschicken. Gesucht, gefunden. Doch ist es schwer, so weit weg von zu Hause? Das ist hart, eben. Wir reisen mit meinen Kollegen hier auf dieser ganzen Welt umeinander. Ist zwei Wochen bis eine Woche immer getrennt. Aber ich muss ehrlich sagen, irgendwie ist es auch schön. Man freut sich dann wieder, sich zu sehen. Oder? Also die Vorfreude irgendwie ist viel, viel grösser hier. Ja, ich denke sicher mal am Abend, wenn wir schlafen gehen, dass sie nicht mehr neben mir liegt. Das ist sicher der grösste Punkt. Und ich denke sicher ein paar Mal an Anita und an Jeremy. Das waren die Liebesgrüße aus Manaus. Und jetzt zurück auf den Sand. Also, somit haben hier die Liebsten von Meier und Rodriguez etwas, ein kleines Souvenir aus Brasilien. Aber die Schweizer, die wollen ja auch ein paar schöne Emotionen, ein paar Siege. Also, gehen Sie wieder zurück auf den Sand und versuchen, doch die Führung zu holen, hier in Manaus. Die Beachsoccer-Fans in Manaus bekommen ein grosses Spektakel zu sehen. Tolle Aktionen, viele Chancen, aber fast genauso viele Paraden. Valejecki immer wieder souverän. Auf dem Sand wird um jeden Zentimeter gekämpft. Vor allem Philipp Bora geht dahin, wo es weh tut. Aber so ist er, temperamentvoll und ehrgeizig. Ja, ich raste aus, wenn ich merke, das hätte ich jetzt anders machen können. Also ich bin sehr selbstkritisch auch und ich will eigentlich immer das Beste machen, aber zum Teil klappt es halt nicht. Und zum Teil bin ich halt auch ein bisschen zu emotional, aber das muss ich noch ein bisschen lernen und dann wird schon gut. Der Einsatz zahlt sich aus, Philipp Bora kaum zu stoppen. Und dann gibt der 21-Jährige so richtig Gas. Zwei Tore und die Führung für die Schweiz gegen Vasco. Philipp Bora, ganz klar der Mann des zweiten Drittels. Unglaublich, unsere Beach Boys führen mit 2-1 gegen Vasco nach zwei Dritteln. Bevor wir jetzt aber zu der Entscheidung kommen, gebe ich das Mikrofon kurz ab an Stefan Meier. Danke Gabriel, jetzt bin ich da zu Messen bei der Flamengo-Sektor, bei den Fans. Jetzt nimmt es mir richtig Wunder. Was ist besser? Beachsoccer oder Rasenfußball? Also Fußball de Areia oder Fußball de Campo, de Onze? O que você gosta mais? É tipo assim, Fußball de Campo. Areia, assim, aqui em Manaus é uma novidade, né? É o segundo ano que eu venho e foi muito bom. Esse primeiro ano que vocês vieram também, né? Mas é uma novidade aqui em Manaus, o futebol de areia. E é bom, foi gostoso de assistir. Os gols de bicicleta, às vezes chute de longe. É bom, é gostoso de assistir. Pra gente aqui de Manaus é interessante gostar do futebol de areia, né? Que é onde o Vasco vem jogar aqui. Mas quando não tem futebol de areia, é futebol de campo. Nesse momento aqui a opção mesmo é futebol de areia, pelo momento. Pra mim tanto faz. Os dois, tanto faz pra mim. Eu gosto mais de futebol de campo, eu jogo futebol de campo. Mas futebol da areia ou futebol de campo? Futebol de campo. Por quê? É mais emocionante, né?
Dos dois. Não tem essa, não. Onde tem Flamengo, tem o universo do Mengão. Das ist es für mich heute. Ich gebe zurück zum Gabriel. Ciao zusammen. Ja, danke Meier. Und er ist auch schon wieder auf dem Platz, parat fürs dritte Drittel. 2-1 führt also die Schweiz. Hoffentlich geht es am Schluss der erste Sieg. Da in Manaus. Unsere Beach Boys kurz vor einem ganz großen Erfolg gegen eines der besten Teams Brasiliens. Was die beiden Mannschaften bisher auf dem Sand von Manaus gezeigt haben, war Beachsoccer vom Allerfeinsten. Aber es war erst der Anfang von dem, was noch kommen sollte. Also starten wir das Feuerwerk und genießen die Highlights der Entscheidung. Zu 4. Die reguläre Spielzeit vorbei, aber der Sieger noch nicht definiert. Es kommt zur Verlängerung. Eine Zugabe mit extra Action als Supplement und würdiger Abschluss dieses Spiels. Umstritten dann aber diese Szene. Der Angriff der Brasilianer zwar spektakulär, aber soll dieser Ball wirklich hinter der Linie gewesen sein? Die Schiedsrichter sagen ja, sehr zum Frust unserer Beach Boys. Aus, Ende, vorbei. Das beste Spiel aller Zeiten hat einen Sieger. Vasco da Gama jubelt und feiert mit seinen Fans. Die Schweiz hat erneut das Nachsehen. Fehlt mir gerade zu Wort, es ist schwer. Also wir müssen zwei oder drei Mal im Viergang, ich weiß es gar nicht. Und dann habe ich noch eine Penalty, die ich einfach immer reinmache. Ja, das tut mir leid für die Mannschaft, aber so ist das Leben. Dass man doch auch mithalten heute, das hat mich stolz gemacht, das hat mich Freude gemacht. Das eine oder andere Fehler, muss man abstellen, aber heute ist gut gewesen. Ich glaube, jetzt kommt es den Weg, wo wir gehen. Und wegen dem sind wir ja hier, wir wollen lernen. Das ist hier das höchste Niveau. Und das ist dort, wo wir mitspielen und, wo wir, und das haben wir heute gezeigt. Das ist also genial gewesen. Danken wir unseren Beach Boys für eine grosse Leistungssteigerung und diesen Beach Soccer Leckerbissen. Die letzten Fans verlassen die grosse Beachsoccer-Arena hier in Manaus. Vasco glücklich. Sie gewinnen 5-4 nach Verlängerung. Unsere Beach Boys sind auch schon heimgegangen ins Hotel. Abschalten, tschüss zusammen, schlafen gut. Sie wollen beim dritten und letzten Auftritt hier in Manaus, Brasilien, noch mal alles geben und einen Sieg wenigstens mit in die Schweiz nehmen, dann gegen Sportivo. Wir sind natürlich dann heute da mit unserem Beachsoccer Weekly Special, wenn es heisst Switzerland goes Brazil. Bis gleich. Beach Soccer Weekly Special wird präsentiert von FreeBWin und unterstützt von BW Mode, Suzuki und Rivella.